Ja, huhu, hier wieder beim Quali und beim Lesrak Dark. Ja, moin. Und ja, wir haben uns vielleicht jetzt mal erspart, wie wir hier wieder zurück zum allen ollen Indianer gelaufen sind. Und machen jetzt hier die letzte braune Quest von dem. Ist eigentlich auch scheiße, ne? Braune Quest. Das klingt so nazihaft. Wie nennt man die Warum? eigentlich richtig? Moment, was sind das für Ich glaube, Kampfquest so. Kampfquests, ja. Gegen Violet. Gucken wir mal, was er uns zu erzählen hat. Entweder haben Sie ein schlechtes Timing für Ihr Wochenende auf dem Land, oder Sie sollen hier etwas für irgendeinen Herrn erledigen, der Sie an der Leine hat. In dem Fall sind Sie am richtigen Ort. Aber vor Ihnen gab's andere. Ich sag's wirklich nur ungern. Aber hier schleicht alles Mögliche herum. Illuminaten, Templer, Rachen, Phönizier. Der reinste Goldrausch. Sie riechen Macht und wollen was davon. Fischer von der felsigen Küste, bei stürmischem Wind in einem Boot ohne Anker. Ein Sturm kommt. Boone und ich, wir haben uns die Arbeit aufgeteilt. Er sitzt schön gemütlich am Eingang und hält den Neulingen das Händchen. Und ich bin mittendrin. Er hat ein wasserdichtes Zelt und warmes Essen. Ich hab feuchte Keller und alte Kekse. Wenigstens spiele ich nicht bloß mit verfaulten Leichen und blassen Ghulen. Es gehen seltsame Dinge vor drüben in dem verlassenen Freizeitpark. Es ist nicht nur altmodisches Rumspuken. Es ist ein böser Ort. Von einem bösen Mann und die gefangenen Seelen schreien, weil sie raus wollen. Himmel wie Hölle wohnen in den Herzen der Menschen. Aber in zu reinem Wasser gibt's keine Fische. Ohne das Böse gibt es das Gute nicht. Wollen Sie einen Rat? Immer geduckt halten, die Waffe im Anschlag. Dies ist kein guter Ort. Was immer sich hier versteckt, hungert nach Leben. Es will es nehmen, verschlingen. Um die Straße vor einem zu kennen, fragt man die Rückkehrer. Aber wenn man auf Leichen trifft, muss man nicht wirklich fragen. Dann weiß man, wo man ist. Bla 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 bla. Ich weiß nicht, dieses Indianergewäsch, damit kann ich nichts anfangen. Was sagst du dazu, Karl? Siehst du, der schüttelt mit dem Kopf, während du tanzt. Ganz toll. So, ja, was müssen wir hier machen? Zum Atlantic Island Park. Jupp, und da können wir dann auch gleich die machen mit diesem Wintersvermächtnis. Okay. Sprinten! Yay! Ich habe den Sprint übrigens umgestellt, wie ihr gesehen habt. Jetzt Wie bist du da? bin über den Zaun gesprungen. Okay. Oh, Ganz einfach. Hier ist irgendwie die Realität ein bisschen verzerrt. ja. Ah, da ist er. Wo? Auf ihn mit Gebrüll. Los, Karl. Ja, Karl macht wieder nichts. Ich sehe es so. Ja, nur wenn ich dringend Heilung brauche, springt er dazwischen. Das war jetzt aber vom Nebenquest, ne? Ja. Müssen wir jetzt irgendwas mit dem machen? Nein, aber nur töten. Okay. Und zeigen, dass wir OP sind. Läuft. Okay. Leiche untersuchen, oder? Die Leiche untersuchen. Das ist eigentlich nicht schwer, nach weiteren Leichen suchen. Ja, jetzt sind so einige, ne? Ja, vor allen Dingen hinter uns. Dilding! Die Straße weiter entlang gehen. Guck mal, da ist ein Zombie. Läuft er mir vorbei? Ja, läuft er mir vorbei. Sind leichter erledigt, Zombies.
die Angreifer besiegen. Welche Angreifer? Die da jetzt ankommen. Die Phönizier. Oh, Phönizier. Kommt, alle mich angreifen, alle mich angreifen. Ja, so ist gut. Schieß dich ab. Los, steh drauf. KP, jawohl. Ich habe jetzt den inneren Ring gleich. Und zwar, wenn ich mich jetzt hochskille, genau jetzt. So. Kaufen. Jawohl. So, jetzt mal als nächstes kaufen wir die heißes Eisen und Ausbrennen Skills. Das heißt, wir brauchen 12 KP fürs nächste. Okay. Und Charakterfähigkeitenpunkte. Gehen wir mal Kopftalisman auf 3 hoch. Weil ich glaube, da hatte ich nämlich noch einen. Ich glaube, das war kleiner Talisman. Ja, stimmt. Na, egal. Muss mal ein bisschen warten. Glyphenbelohnungstasche. Kann auf einer Waffe oder einem Talisman angebracht werden, bringt geringe Erhöhung des magischen Schutzes. Nein. Nur zur Info, wir werden gerade wieder angegriffen, ne? Ach ja. So am Rand schon. Kriegst du doch hin oder nicht? Ja, wahrscheinlich. Okay. Ich helfe dir mal ein bisschen. Habe ich natürlich jetzt wieder das falsche Skill. Ja, das ist ja wieder klar. So, das versteckte Angreifer finden, das wird wohl das Haus da sein, wa? Jupp. Hast gesehen, ich bin direkt dazwischen gesprungen, als wir auf dich los wollten. Ja, so muss das sein. Ah, da oben. Stehen sie rum? Ja. Machen wir die platt? Ja. Ja, klar machen wir sie platt. Ah, die haben ja keine Chance. Würde ich nicht, wir sind okay. Nice, hier ist auch noch einer. Ja komm, jetzt, ne? Oh, ein Leutnant. Leutnant. Ach, jetzt hast du den in dem Augenblick umgehauen, wo ich meine Drohne holen wollte. Es tut mir leid. Solo-Instanz. Oh nein, ich bin da ganz allein. Das ist nur ein Computer und ein paar Fallen. Ah ja. Das sagst du jetzt so in deinem jugendlichen Leichtsinn. Nein, ich war hier schon mal. Hast darauf einen ich... Schluck aus meiner Cola-Mix-Flasche. Cola-Mix? Mhm. Ja. Der leckere vom Netto. So, ja hier, sollten wir bestimmt nicht reingehen. Vorsicht, Vorsicht, ganz geradeaus ist direkt einer auf dem Boden. So ein Laser. Ja, ja, sehe ich schon. Und Bewegungsmelder sind hier auch. Mit dieser schönen Lampe, die du vielleicht noch kennst. Lampe, also müssen wir nach links, wa? Hüpf, hüpf. Ich weiß nicht, hier komme ich gar nicht hoch. Autsch. Nur weil ich da nicht den Kasten hochkam. Jetzt wollte ich schöner hier sneaky da vorbei. Oh, da ist ein Geschütz. Das ziemlich einfach ist, weil ich hinter ihm stehe. So schnell in den toten Winkel. Komm, beweg dich weg, jawohl. So, Computer. Zugriff. Überwachungslogs. Sicherheitsmaßnahmen deaktivieren. Sehr gut. Ja, du kannst Sicherheitsmaßnahmen aktivieren. Bei mir ist ein riesiges Geschütz, das mich gerade wegschießt. Tja. Okay, ich bin tot. So. Der Plan. Okay. Kamerainstallation.
feindliche Agenten auf der ganzen Insel. Okay. Ist jetzt inzwischen vorbei, ja, bestimmt, ne? Die dritte Kamera finden und zerstören, die zweite Kamera finden und zerstören, die erste Kamera finden und zerstören. Ich habe hier kein Geschütz gesehen. Wo soll denn das Geschütz sein? Es kommt, wenn du in die Fallen trittst. Ah, ja gut, das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe versucht, das zu töten. Problem ist nur, nach jeder Sekunde heilt er sich komplett. Na, das ist natürlich ungut. Ich bin mir... Weiß ja nicht, vielleicht gibt's irgendwann so Charaktere, die können das platt machen. Oh, hier sind lustige Leute. Lustige? Haben die ja. Clownsnasen? Nee. Aber sie standen vor mir, als ich rauskam. Hm, schade. Ich mag Clownsnasen. Hm. Obwohl ich Clowns nicht mag. So, jetzt können wir die hinten dann nochmal platt machen. Die Laura. Ja. Gab ja irgendwie über 1000 Erfahrungspunkte, oder nicht? Pro Typi. Ja. Alter, diese Fähigkeit ist echt OP. Okay, ne? Ja, funktioniert leider nicht immer. Wie viel gab das jetzt? Jetzt gab es gar nichts mehr. Und schon nicht, nein. Hm. Schade. So, jetzt können wir die Kameras kaputt machen, oder was? Ja, und es kommt noch was Nettes. Du musst das Suchgerät aktivieren. Und dann kommt wieder dieses wunderschöne Geräusch. Ach nee. Kann man hier eigentlich rüber oder was? Kann man hier rüber? Nein. Ah. Da muss man ganz außen rum, ja. Oh, ein Wendig. Und Zombies. Ja, die sind ja kein Thema. Werden bei mir immer noch gelb angezeigt. Also das Symbol. Dieser Kreis, die neben dem Namen links. Gelb heißt? Gelb heißt schon etwas schwieriger. Okay. Bei dir sind sie? Weiß, ne? Nö, sind auch gelb. Aber wahrscheinlich, weiß ich nicht, woran das die Daumen, die gelb sind. Also ich finde, das sind jetzt nicht so sonderlich anspruchsvoll. Ja, wir sind auf mag zwei. Auch an der Combo liegen. Ja, wir sind auf 2. Lauf nicht weg. Ich habe übrigens jetzt den Passiven für 350% Narko. Okay. Macht bestimmt schon was aus. Aber du kriegst auch so kaum Schaden. Das ist irgendwie auch ziemlich gut. Ich habe ja auch ganz viel auf Blocken und so gemacht. Also auf Überleben bei mir. Mhm. Aber jetzt können wir hier, glaube ich, über den Zaun springen, oder? Guck mal da droben, oben aufs Karussell. Hm. Die absolute Finsternis. So, wo müssen wir jetzt hin hier? Blaues Glas benutzen? Ist nein, aktivieren. Den Pieper. Das Karussell hat? Den Pieper. Ach, den Pieper. Nein, nicht wieder das. Zombie hinter dir. Dann machst du einfach so, lass doch mich den einfach aktivieren lassen. Noch mehr Zombies. Da brauchst du es nicht hören. Ich hab's ja schon aktiviert. Ach so. Dann sag's mir jetzt, ne? Dass ich ihn gar nicht aktivieren muss. Ja, ich weiß, ich bin ein schlechter Mensch. Ja. Aber wir haben sogar noch einen Vorteil. Ich weiß ungefähr, wo die Kameras sind. Da unten, das kleine rote Teil. Okay. Was hat er denn? Wir sind doch weg von da. Egal. Was? Und ich piep dann nur noch weiter, ob die Kamera noch da wäre, aber. Miau. Der Heiler sprintet vor, ja. Ich will und zieht natürlich Zombies. Und natürlich Zombies. Nicht rüber? Warum fahren wir nicht rüber? Psycho-Schausteller? Psycho! Guck mal, hier will einer sich uns anschließen, oder?
Ein Fan. Was ist denn das? Kalaryr. Wieder so ein unaussprechlicher Name, ey. Elementarfokus. So, so. Ich schätze mal, wir müssen hier durch, oder? Hier so auf die andere Seite. Oh, psychische Schild. Kann es sein, dass die Psycho-Schauspieler irgendwie neue Zombies holen? Ja, die holen noch einen kleineren. Fans halt. Ich meine, ist doch eigentlich fair, ne? Die dürfen ihre Fans holen, du hast deinen geholt. Oh, ist ein Erfolg gescheitert, warum das? Ja, bei mir auch. Vielleicht nicht schnell genug, keine Ahnung. Okay. Ist mir aber mit Malael auch passiert, dass der gescheitert ist. Achso, aber hier müsste dann auch wieder, sehe ich jetzt noch so ein blauer, hier müsste dann auch einer zum... Ah, da hinten! Jacob Smith. Okay. Jacob Smith. Oh, das ist der Falsche. Der wird später gekillt. Den müssen wir erledigen, nachdem wir die anderen alle erledigt haben auf der Liste. Ah, okay. Ist mir auch passiert. Ich habe ihn auch 6-mal so gekillt, bevor ich den richtigen gefunden habe. Hoffentlich gibt er trotzdem Erfahrungspunkte. Ja, weiß ich gar nicht. Nein. Dann müssen wir hier aber den anderen finden. Bernhard Gram. Heißt er. Okay, hier vorne ist einer. Bernhard Gram? Der heißt Bernhard Gram. Ja, super. Dich kaum heilen, wenn du keinen Schaden kriegst. König, ich hüpfe hier irgendwie rum. Ich bin wie eine Prinzessin. Okay. Warum sagt das jeder, wenn ich das sage? Weil zu Recht. Damit dürfen wir später einmal fahren. Okay. Warte. Ja, wir kommen näher, komm. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Da oben bestimmt bei dem Zippy-Ding. Ja. Töte, zerstöre. Ich bin da aus den Augen verloren da. Ich muss es nicht im Auge behalten, ich mache es flächenangriff. Ich muss dafür niemanden anvisieren, zum Glück. Okay, jetzt noch die erste Kamera finden. Aber hier ist auch noch ein Gegner gleich, den können wir dann weg. Warum sind wir jetzt eigentlich so hier mitgenommen? Warum habe ich so viel Schaden gekriegt? Weil das Ding explodiert, wenn man zu nah dran steht. Und meine Schaden. Aber das stört uns jetzt wirklich. Ja, ich hab grad gerade irgendwie so. Hä? Dann glaub ich immer noch nicht nehmen. Okay. Da ist jemand, da will jemand unbedingt noch mehr Zombies holen. Ja, macht ja nichts. Sollte vielleicht mal zum Heilen anfangen noch. Ein wird überbewertet. Ja, ne? Der weicht ja immer aus, ist ja voll lame. Ja, das ist auch, wenn es so steht. Okay, und hier soll eigentlich auch noch einer sein. Ja, auf der anderen. Ja, wie soll er heißen? Der Insel vielleicht. Peter Dobson suchen wir jetzt. Oder Peter Dobson. Peter, jetzt muss ich an Heroes denken. Ja, cooler Serie. Ja, richtig geil. Zeiler, von dem bin ich Riesenfan. Der war richtig. Ich habe einen Zeiler-Poster. Ich weiß. Ich habe sogar, wie ich das erste Mal gesehen habe, sogar einen Kommentar untergeschrieben. Deswegen. Ja, in der alten Wohnung war es jetzt schon wieder ein Erfolg gescheitert. Yes. Leider muss ich sagen, ich habe die letzte Staffel oder so, dieses Ende habe ich nie wirklich gesehen. Ja, ich. Ist wie bei so vielen Serien, dass das Ende irgendwie dann wieder doof ist.
Also was ich noch mitgekriegt habe aktuell, war halt, dass Tyler jetzt irgendwie der Bruder war von denen. Also von Peter und so. Dringend dieses Sprinten ist. Ja, ich suche hier gerade dieses Teil, aber irgendwie. John Robertson. Hast du ihn gefunden, ne? Nein, der soll ja irgendwo sein. Ja, KP. Und FP. Ich brauche auch KP, 9 Stück. Dann kann ich endlich auch. Ich brauche jetzt noch 10. Dann kann ich nämlich endlich diesen blöden Standard-Skill hier endlich austauschen. Ich finde den optisch nämlich überhaupt nicht toll. Boah, dieses Gepiepe geht mir auf den Sack, ich will das jetzt finden. Wo ist das? Oh, die Kamera, die ist beim Eingang. John Roberts. Kultanführer finden. Ja, der eine, den wir schon mal hatten da. Dann hin zu ihm. Jawohl. Oh, hast du Zombies mitgebracht? Ich? Auf der Flüste. Könnte sein, dass ich von meiner gewaltigen Ausstrahlung so angetan war. Keine Schuld. So, ich hau nochmal die Passiven rein, bevor wir den angreifen und dann angreifen. Achso, ich bin gerade auf Ding losgegangen, weil ich ihn nicht gesehen habe. Nicht auf mich! Ja, das soll ja auch ein großes Element in dem Spiel sein, PvP. Ein großes Element? Ich habe eher mitgekriegt, dass das PvP hier das einzige ist, was ziemlich, naja, ist. Er soll nicht so gut sein, aber es ist halt auch ein Element. Ja, sieht man ja, wir kriegen ja passive Bonus und so, wenn unsere Fraktionen da am Gewinn sind. Ja. Okay, Bericht senden. Nun gut, dann erlösen wir dich mal von dem Kamerageräusch. Oh ja, bitte. Wo geht's lang? Ja, nach oben zum Ausgang. Ich war der Meinung, dass er da war. Hier bei dem Chicken? Bei dem Octopus-Ding oder was? Nein, irgendwie bei dem. Okay, war aber doch ein anderer. Ne, da haben wir dann. Der mal im Eingang haben okay, dann weiß ich nicht. Bei so einer Statue wieder ist es auch wieder. Die, wo der zweite war, den wir gefunden hatten. Ich hatte jetzt einfach die Kameras verwechselt, mein Fehler, sorry. Hau mich nicht. Das machen die Zombies schon. Ja, den kriegst du ein, hoffentlich. So, hier vielleicht? In diesem komischen Häuschen? Nee. Ah, hier. Ich komme, ich eile, ich fliege, ich... Hier irgendwo in der Nähe, aber ich weiß... Ah, da, okay. Hier ist so ein Statue-Ding. Okay. Was? Ich bin tot. Ach so, die Angriffsstatue, ja, die. Lame. Hast du sie? Ich muss ja jetzt erst wieder hier zu meinem Körper zurück. Ich passe lange auf deinen, ja, Todesplatz auf. Da bin ich wieder. So, letzte Kamera finden und zerstören. Ja, yep, die ist da oben.
Ja, aber ich kann sie irgendwie gerade nicht anvisieren. Die haben wir ja auch schon. Die haben jetzt Platz gemacht. Bei mir steht noch letzte Kamera finden. Ja, bei mir auch, weil jetzt noch eine zusätzliche kommt. Ach so, sagtest du. Chickig. Hier in der Geist, in dem Autoscooter drin, ne? Habe ich früher voll geliebt. Autoscooter. Du hast einen Zombie mitgebracht. Ja, da können wir einfach nur rumlaufen, ist langweilig. Das ist ein Spieler, wollte ich auch noch mitziehen. Übrigens, mit Marley ist mal was sehr Nettes passiert. Ein Spieler zieht einen Haufen Zombies lang, ne? Rennt zu mir, stirbt und die ganzen Zombies gehen auf mich. Ja, geil. Ja, war ich richtig begeistert. Ja, nach dem Bericht war es irgendwo in der Nähe von diesem Ruined-Typen. Ja, da oben wahrscheinlich, hier bei dem... Da hinten, diese Statue da. Ach, stimmt, ja. Und hier drüber? Anscheinend nicht. Ich weiß, wo es lang geht. Ich weiß, wo es lang geht. Ich weiß es. Ausnahmsweise mal. Ich komme. Ich bin schon wieder gestorben. Warum sterbe ich denn da immer jetzt? Verdammte Kacke. Sag mir nicht, du hast es jetzt auch schon wieder versucht platt zu machen. Natürlich. Du wartest nicht auf mich, ich hab doch jetzt den Ausgang gehabt, ich dachte, du kommst jetzt erstmal her. Weil du keinen Ausgang gefunden hast. Warum sterbe ich denn jetzt da immer? Weil die Dinge, glaube ich, Schockwellen oder sowas ablassen, immer wenn die Schaden kriegen. Ja, natürlich, klasse. Ja, du mich auch, stimmt. Was denn, wo denn, wie denn, wo denn? Wo meine Lebenspunkte. Oh. Ich werde gerade angegriffen. Wo bist du überhaupt? Ja, ich würde mal sagen, das war schlechtes Teamplay von uns beiden. Ja, wir müssen ja noch üben. Ist noch wenigstens gut. Ist noch Luft nach oben. Ja. Wäre auch langweilig, wenn wir schon perfekt zusammenarbeiten würden. Schließlich gibt es immer noch... Kritische Heilung. Ah. Jetzt nicht mehr. Bei uns dreien gibt es wenigstens... gibt es halt noch ein paar Differenzen. Ja. Vor allen Dingen, Karl, wo ist der überhaupt? Jetzt wieder verpieselt, wa? Kein Wunder, dass wir so schlecht sind, weil Karl ist nicht da. Moment. Karl? Natürlich. Oh, was haben wir hier gekriegt? Innsmouth-Abbild. Ja. Können wir uns doch reinpfeifen. So, Charakterfenster. Heilwert. Angriffswert. Ne, ich nehme das. So. Ja, der hat zwar mehr kritischen Trefferwert, was wir gerade gefunden haben, aber. Man muss Prioritäten setzen. Eben. Kann man das zerstören hier? Wo ist denn jetzt schon wieder? Ich bin immer noch da, wo wir eben waren. Die haben wir doch schon! Ich bin doch noch mit meinem Charakter hier beschäftigt. Ach so, das musst du. Ich dachte, du versuchst jetzt immer noch die Kamera da wegzumachen. Nein. Ich zerlege gerade wegen Inventar und so Karl. Objekte. Karl, ich fordere dich heraus. Regeln wir das endlich. Hast du Karl gefunden?
Okay. So. Unentschieden. Nennen wir es unentschieden. Ja, ich kann ihm nichts, er kann mir nichts. Ja. Aber jetzt ist er wieder da. Das ist ja schon mal vorteilhaft. So, jetzt hier weiter. Wo wolltest du hin? Erstmal der Roman für dich. Autotypen. Der Roman da hinten, die Nebenquest da hinten. Und danach der Autotyp. Okay. Nimm den Roman, ich kümmere mich um die Viecher. Lies den Roman, wie du noch nie einen Roman gelesen hast. Was? Muss man den noch lesen? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich geht es nur darum, dass Pferd und Wendigo, der hier im Park rumläuft, töten. Mhm. Nee, das war gar nicht der Wendigo, das war. Weißt du, dieser Golem, der rumgelaufen ist bei diesem Liebeswassertunnel-Ding. Mhm. Ja, den. Aber jetzt können wir auch schnell. Aber die von Winter können wir ja auch schnell machen. Ja, wir machen das aber erst in der nächsten Folge. Okay. Kann ich sagen. Aber wir stellen das jetzt mal hier neben dem Typen. Neben? Okay. So, machen wir so ein... Ah, der hat immer diese komischen Questzeichen. Nee, das muss scheiße finden. Ein Screenshot. Machen nochmal so ein Badass-Foto hier. Du guckst immer viel zu lieb. Besser? So mit der Sonne im Hintergrund macht schon irgendwas her, ja. Okay, bis zum nächsten Mal, euer Koali und euer Lessark Dark. Yo, true.